ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir eine neue Map und zwar Escape the Water Park. Es soll gratis XP für den Season Pass geben. Wir werden uns anschauen, wie viele, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen oder nur einmal. Ob es überhaupt XP gibt, weil, denn es gibt ja Creator, die preisen ihre Map damit, es gibt XP und dann gibt es gar nichts. Nicht mal am Ende. Ich habe die Map noch nie gespielt, nicht mal angespielt oder dergleichen. Death Run, Parkour, Mountain Climbing, Enable. Okay, Parkour, bla bla bla. You can irgendwelche Levels, ja. Bestimmt. Wir werden sehen, ob die Map einfach oder schwer ist oder mittel. Wir werden schauen, wie abwechslungsreich sie ist. Aber es steht gerade links an der Seite da, XP-Belohnung aktiv. Nice. Lobby gefällt mir auf jeden Fall schon mal richtig gut hier mit den Wasserrutschen. Voll chillig. Also das ist so ein richtiges Badefeeling, so Sommer, Sonne, Sonnenschein. Okay, hier ist ein Ei in der Wand, warum auch immer. Wer weiß. Naja, wir werden uns die Map anschauen und ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten. Version 6. Okay, die wurde schon ein paar Mal überarbeitet. Parkour, so many something on the level and escape the water park. Ja, dann lassen mich mal escapen. Starten 3, 2, 1, 0. Okay, die Wege werden angezeigt. Das ist gut. So eine ähnliche Map hatten wir ja schon mal, wo so sehr viele abwechslungsreiche Sachen waren. Es gibt XP pro Checkpoint. Sag mal, diese Wasserdinger. Kann es sein, dass dieser Map-Entwickler auch diese eine World-Parkour gemacht hat, wo man auch in der Stadt, in der Wüste war und? Weil wenn ja, dann erwartet uns hier echt Spaß und Spannung und Abwechslung. Aber XP gibt es. Okay. Abwechslung gibt es, XP gibt es. Sehr chillig. Da lang. War mir irgendwie klar. Ui. Ja, das ist der gleiche Modpack-Entwickler. Warum sage ich immer Modpack? Ich bin voll im Minecraft-Feeling. Es ist der gleiche Map-Entwickler wie von dieser World Parkour Map. Den seine Maps feiere ich ja richtig hart. Also die bringen Abwechslung und Spannung und alles Mögliche mit rein. Wie man sieht. Farmfroh sind sie alle Male. Und XP gibt's auch. Aber die Level bis jetzt auch noch recht einfach, auch wenn ich schon ein, zwei Mal verkackt habe. Das bei den Enten war ein reiner Zufall. Ich dachte, man muss auf die Enten springen, anstatt darüber. Ey!
Bitte nicht sliden. Oh, schön. Die Map ist auch was für die jungen Leute, die gerne mal sowas spielen, weil einfach nur Abwechslung. Okay, wir nehmen das hier. Alter, wir waren in dem Schiff drinne. Das ist geil gemacht und es gab gerade eine Handvoll XP. Ich habe nicht gesehen, wie viele. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Oh, ich muss mal ganz kurz was nachschauen. Wie heißt die Map, die wir hier gespielt haben? Wie hieß die? War doch irgendwas mit World. Escape the World Parkour, genau. Das ist die Map, die wir schon gespielt haben, wo es auch so viele Abwechslungen gab. Und genau dieser Map-Entwickler hat diese Map hier entwickelt. Das ist total sein Style. Die eine Map, die aussah wie Minecraft halt. Wie meine Kinder meinten. Also, den seine Maps, ganz ehrlich, wenn ihr noch mehr Maps von dem Devan Studio, von dem oder denen habt, von den Devan Studios, schreibt mir die Map-Codes in die Kommentare. Denn den ihre Maps spiele ich sehr, sehr gerne. Nein. Jetzt bin ich abgerutscht. Die Map ist bis jetzt 6-mal überarbeitet worden. Das ist auch noch nicht so häufig. Also die müssen ihr Handwerk hier verstehen. Oh, ich darf nicht auf die Seife. Interessant. Dann machen wir das so. Ja, und genau auf dieser World Escape Dings gab es nämlich auch diese Boote. Ja, aber bis jetzt richtig entspannt und chillig die Map. Das sieht eigentlich aus wie, oder zum Anfang da, wo das Boot war, das sah aus wie ein Kinderzimmer. Mit einem Spielzeugboot. Ja, das kennen wir auch noch von der World Parkour Map. Das ist halt, es sind halt die gleichen Map-Entwickler. Das ist richtig geil. ...1500 EP für 3 Minuten Spielzeit? Das ist ja aber voll chillig. Ja, Klettern ist aktiv. Nice. Und das müsste eigentlich das Ende sein, denn so sah es auch bei der World Parkour aus. Das Ende. Ja. Es war doch nicht das Ende. Es geht weiter. Nice. Kleiner Fun Fact am Rande. Wenn man die Map mit mehreren spielt, gibt es natürlich mehr XP. Das haben wir auch schon herausgefunden. Denn ich werde diese Map definitiv auch mit meinen Kindern spielen. Und ich weiß ganz genau, das war auch bei der anderen Map von Devan Studios. Wenn man die zu zweit, zu dritt spielt, es gibt immer mehr XP pro Checkpoint. Also es lohnt sich tatsächlich, die Maps auch mal mit mehreren Leuten zu spielen. Für die Aufnahmen mache ich das natürlich im privaten Modus, weil da möchte ich erstmal meine Ruhe haben. Manchmal spiele ich auch mit Darko zusammen tatsächlich, wenn ich aufnehme.
Aber nicht wegen den XP, einfach nur, weil ich dann wieder Darko anmotzen will, dass er besser ist und irgendwelche Hex am Laufen hat, damit er das alles schafft, was er natürlich nicht hat. Wir spielen komplettes, cleanes Fortnite. Ohne etwas nebenbei am Laufen zu haben, außer OBS, was gerade an ist. Und sonst nichts weiter. Aber total chillig, entspannt die Map. XP halten sich auch in Grenzen, also nicht zu viel, vor allem nicht zu wenig. 96 EP pro Checkpoint ist total in Ordnung, also kann ich mich nicht beschweren. Ich bin hier gerade 10 Minuten nur am Reden. Hab so eine trockene Lunge, so Kehle gerade, dass ich selbst die Sprünge alle mittlerweile verkacke. Okay, also rechts. Dann wird es wieder links sein. Okay, rechts, rechts, links ist es dann. Bestimmt. Rechts, rechts und jetzt links. Wieder 3 Minuten gespielt, 1500. Also XP-technisch, das lohnt sich hier. Je nachdem, wie groß die Gesamtmap ist, könnte man es schaffen, hier ein Level abzubekommen. Finde den Weg, das hat man schon auf der anderen. Und die Minimap hilft uns tatsächlich, sehe ich gerade. Super, super. Okay, na das ist ja einfach hier. Der kam erst raus, wo ich drauf war. Guck mal, der kommt gar nicht raus. Doch, jetzt. Also hier muss ich wieder sagen, großes Lob an Devan Studios. Die Map ist wie die andere, einfach nur saugeil. Ich würde gern mehr Maps von denen spielen. Ich weiß aber nicht, wie ich herausfinde, was die noch so für Maps haben. Wenn ihr die Map kurz von weiteren Maps habt, schreibt sie mir bitte in die Videokommentare. Denn ich feiere denen ihre Maps. Ich will noch mehr spielen, will noch mehr aufnehmen davon. Und ja, ich bin gespannt. Okay. Um die Ecke springen. Krieg mal hin. Nein, da bin ich abgerutscht. Okay, um die Ecke springt, kriegt man hin. Ne? Kann man hier eigentlich langlaufen? Oh, man kann ein bisschen tricksen hier. Da. Oh, Schwein gehabt, tatsächlich. So, nächstes Level. Ne, fertig? Einmal 9000, einmal 8000 EP. Lol. Ist nicht ganz ein Level up. Jetzt will ich mal hier kurz was gucken. In die 3 Minuten gab es noch mal was. Ja. Was soll ich sagen? Die Map ist voll cool, entspannt, einfach, chillig. Ja, ich kann sie nur weiterempfehlen. Mapcode wie immer in der Videobeschreibung.
Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Schreibt mir von Devan Studios noch mehr Map-Codes in die Videokommentare oder Maps, die ihr bei mir sehen wollt. Sei es Jump'n'Run, World Parkour und. Ansonsten unterstützt mich auf meinen Social Media Seiten. Links dazu in der Videobeschreibung, in der Kanalbeschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag.